meine Arbeit mit dem BR-Symphonieorchester und jetzt speziell mit den Kontrabassisten, dass es über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, eine Geschichte des Glücks. Teiresias war der blinde Seher in der Antike. Es gibt zwei verschiedene Mythen. Er hatte, soweit ich informiert bin, Hera nackt im Bade gesehen, was natürlich nicht möglich war. Er war daraufhin geblendet, aber ihm wurde die Gabe gegeben, in die Zukunft zu sehen. Ein Prophet, der als Frau leben darf und als Mann leben darf, dann ein Geheimnis freigibt, dass die Frau Liebe viel stärker empfindet als der Mann. Und zur Strafe, weil er dieses Geheimnis preisgibt, erblindet und dann zu einem Seher wird. Man ist vielleicht ganz glücklich darüber, dass man nicht alles aus der Zukunft weiß. Mit dem Düsteren, mit dem Heiteren, manchmal mit etwas Augenzwinkern. All diese dunkelsten und hellsten Farben des Kontrabasses werden Sie in diesem Stück wiederfinden. Also es ist alles dunkel und dann plötzlich kommen da Fragmente von Melodie da rein, also Fragmente von Sehen. Ich glaube, damit hat es zu tun. Das Sehen natürlich in der Ruhe, in seiner ruhenden Kraft, die langsamen Tempo, die Akkorde, die sich aufbauen. Und erst in letzter Sekunde. Ich finde manchmal die Pause zu kurz. Ja. Ich finde auch in dem Kontrabassklang selber gibt es sozusagen, in den Flageolets, in den Hohen, gibt es fast so etwas wie jemand, der erblindet ist, der aber mehr sieht. Das ist eine Schönheit, die ist noch viel schöner, als wenn ich es in einer gemütlichen Lage auf einem anderen Streichinstrument spielen würde. Was genau der Link ist zwischen dieser Geschichte und den Happy Birthday, das weiß ich noch nicht. Also ich habe immer vor Augen tatsächlich die Marilyn Monroe, die das Happy Birthday süß säuselt und voller Erotik. Ich habe ja damals dieses Stück geschrieben zum, ich glaube, 75. Geburtstag von Claudio Abbado. Der Seher, der hatte auch immer seinen Stab, ja. Und er hat oft ohne Stab dirigiert und er war jemand, finde ich, der oft mehr gesehen hat als die anderen und mehr gespürt und wahrgenommen hat. Ich glaube, ich wäre gerne Hermes, der Götterbote, mit den schnellen Schuhen, mit den Flügeln an den Schuhen. Ist eine schwierige Frage, weil die haben alle etwas. Ich fand immer den Achill ganz toll, weil er so unverwundbar war. Man könnte natürlich sagen, Orfeo mit Musik und so. Und ich versuche ja auch immer, meine Schwächen zu verstecken. Leider funktioniert das nicht immer und die Kollegen, mit denen man jahrelang zusammen im Orchester spielt, die wissen natürlich ganz genau, wo die Achillesferse ist. Aber ja, lange hat es funktioniert, dass sie nicht wissen, wo sie ist. Atlas ist vielleicht auch nicht schlecht, in der Welt zu tragen. Ich nehme den Zeus und begründe das nicht, danke. Wenn ich an Figuren aus der griechischen Mythologie denke, dann denke ich an Frauenfiguren. Die möchte ich nicht sein, aber von den Sirenen verführt werden, ohne sterben zu müssen, das wär's.